in der Hauptstadt geht das Kräftemessen weiter. Die Frage wird akuter, wird die Polizei Gewalt anwenden? In den USA befürchten nun viele einen ähnlichen motorisierten Aufstand. Hier in Chicago wie auch in Washington gab es in den zurückliegenden 2 Jahren mehrere kleine Proteste. Jetzt wollen die Organisatoren eine Art nationale Trucker-Bewegung, angefeuert von Ex-Präsident Donald Trump. Die kanadischen Trucker widersetzen sich tapfer diesen gesetzlosen Mandaten und Covid-Restriktionen. Sie tun viel mehr für Amerikas Freiheit als unsere eigene Regierung. Wohlgemerkt heben immer mehr Bundesstaaten wie auch New York die Maskenpflicht selbst in Gebäuden auf, vielerorts sogar in Schulen. Doch die Sorge in Washington ist groß, dass die kanadische Protestwelle nun auch bald die USA voll erfasst.